Seit 1992 haben mehr als 1000 junge Österreicher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Zivildienst im Ausland zu verrichten. Die Auszeichnung Auslandsdiener des Jahres, die seit 3 Jahren verliehen wird, erhält in diesen Minuten ein junger Oberösterreicher im Landhaus in Linz. Er hat seinen Auslandsdienst in Frankreich und in China abgeleistet. Wenig bekannter Ort und ein 25-Jähriger, der seinen Zivildienst auf eine wenig bekannte Art im Ausland geleistet hat. René Lagelsdorfer aus Dietach am jüdischen Friedhof von Steyr. Er hat an Einrichtungen gearbeitet, in denen Verbrechen der Nazis aufgearbeitet werden. Ich habe mich schon seit frühester Kindheit für die eigene Geschichte und für fremde Kulturen interessiert und wollte einfach was Sinnvolles machen und was Lehrreiches mit meinem Präsenzdienst. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf den Auslandsdienst und habe mich sehr schnell dafür entschlossen. 9 Monate lang hat der studierte Medienmanager Gruppen durch das ehemalige Dorf Oradour in Südwestfrankreich geführt und Zeitzeugen betreut. Im Juni 1944 haben hier Mitglieder der Waffen-SS beinahe die gesamte Bevölkerung ermordet. 642 Frauen, Männer und Kinder. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man weiß, was an diesem Ort passiert ist. Man muss da zu einem gewissen Teil abschalten können, man muss wirklich seine Arbeit auch versuchen zu verwirklichen, weil wenn man da jeden Moment dran denkt, dann ist das schon etwas, was einem sehr, sehr traurig stimmen könnte. Die letzten 3 Monate seines Zivildienstes hat er in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai verbracht, im Zentrum für jüdische Studien. Zwischen 1938 und 1945 sind 18.000 Juden aus Mitteleuropa vor den Nazis hierher geflüchtet. René Lagelsdorfer, dessen bevorzugtes Verkehrsmittel der Zug ist, hat, seitdem er 18 ist, viel Zeit auf Reisen und im Ausland verbracht. Diese Momente gibt es natürlich auch, dass man sich mal einsam fühlt oder dass einem das Dach über den Kopf zusammenbricht. Aber ja, da darf man sich nicht, gerade wenn man sehr, sehr weit weg ist, wie jetzt zum Beispiel in China, da darf man nicht lang dran denken. Beim ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen mit seiner Chefin aus Frankreich. Seit 5 Jahren arbeiten junge Österreicher in Oradour. Es ist wirklich sehr schwierig für sie am Anfang. Und deshalb also bewundere ich, dass sie diesen Mut haben, also in einer solchen Gedenkstätte zu arbeiten. Für jeden ist es sicher nicht zumutbar und deswegen gibt es auch Gott sei Dank in Österreich diese Wahlmöglichkeit zwischen Bundeswehr, zwischen Zivildienst und eben Auslandsdienst. Und es bleibt letztendlich jedem selbst überlassen, wo er seinen Platz bei diesen Wahlmöglichkeiten am besten für sich sieht. Nächste Woche tritt der Auslandsdiener des Jahres einen neuen Job in Wien an, nachhaltig geprägt von seiner Zeit fern der Heimat.